Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Total War Warhammer. Diesmal im Gewand oder diesmal als Norska im Gewand, hört sich komisch an. Und nicht diese Norska. Ja, nein, wir nehmen diese Norska. Denn wer will schon irgendeinen komischen Typen spielen? Ja. Einen komischen Nordmann. Ja. Scheiß auf dich, Wulfric der Wanderer. Dich brauchen wir nicht. Wir holen uns den Trollkönig. Schaut ihn euch an, diesen wunderschönen, wunderschönen Troll. Ich liebe ihn. Sehr schön. Wie immer auf normal. Ich hab Norska noch nie gespielt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ein paar Videos geguckt. Ja. Ist ein mächtiger Nahkämpfer. Toll. Konzentriert sich eher auf Monster. Ja, zusätzliche Starteinheiten. Vor allem Monstereinheiten. Und wir können uns mal den Hintergrund durchlesen. König Trock ist ein höchst ungewöhnlicher Troll. Sein Volk ist bekannt für seine Wildheit und brachiale Kraft und einem proportionalen Mangel an Intelligenz. Ja, kurzer Einwurf. Intelligenz-Trolle muss man ungefähr so Hund, schlechter als Hund, also dümmer als Hunde, so irgendwie da einordnen. Also sind echt dumme Viecher. Doch obwohl Trock sicherlich ein wilder Grobian ist, ist er keineswegs dumm. Im öden, knochenübersäten Land der Trolle, im Herzen seines eisigen Labyrinths, sitzt er einsam, grübelnd auf seinem steinernen Thron. Auf einer seiner Stoßzähne steckt eine schmutzverkrustete Krone. Wie seht ihr hier? Ne, da, auf dem linken Stoßzahn. Da, unten ist die Krone. Da, hier seht ihr sie jetzt gut. Da. So. Einst ein unschätzbar wertvolles Erbstück genommen von einem großen Krieger, dessen Queste ein unrühmliches Ende in Trocks Schlund fand. Einst war Trock mit einem Leben des Jagens und Tötens zufrieden. Er führte seine monströsen Artgenossen bei Überfällen, Hinterhalten und nächtlichen Angriffen an, wobei er das harsche Klima des Nordens zu nutzen wusste. Für einen Troll wie Trock ist ein klirrender Schneesturm kaum anders als ein lauer Sommerregen. Den Kriegern der alten Welt war Trock bald als Winterzahn bekannt, ein furchterregender und blindwütiger Gegner. Doch die Mutation, die Trock und seine Artgenossen so begrüßten, können auch den Geist beeinflussen. In einer mondlosen Nacht, als Trock gerade seine Stoßzähne vom Fleisch seines jüngsten Opfers säuberte, hielt er inne und blickte auf die gebrochenen Leiber um ihn herum. Er begann nachzudenken. Mehrere Tage murmelte Trock vor sich hin, ein kaltes Feuer glomm in seinen Augen auf und in ihm wuchs eine grimmige und böse Arglist. Wenn die Menschen und die anderen sogenannten zivilisierten Völker so versessen darauf waren, ihn und seine Untertanen zu bekämpfen, dann würde er ihnen einen Kampf liefern, er würde eine albtraumhafte Horde aus vom Chaos befallenen Kreaturen versammeln und die Länder der Menschen im Namen der dunklen Götter überrennen. So, kurzer Einwurf nochmal. Trock, ja, also dieser Troll, Trock Winterzahn, ist sozusagen der schlauste Troll. Und da ich ja gesagt habe, Trolle haben so eine Intelligenz so um einen Hund rum, also ziemlich dumm. Ja, aber reden können sie. Hat das natürlich nicht viel zu sagen, ja. Muss sich ungefähr so vorstellen, Trock saß da und hat sich gedacht, ich hab Bock, König zu sein. Und dann ist er zu seinen Artgenossen gegangen und hat gesagt, Leute, ich bin jetzt euer König. Und die so, aber ich wollte König sein. Okay. Und das war's. Das ist die Geschichte von Trock ungefähr. Na, vielleicht nicht ganz so, aber von der Intelligenz her weiß ich. Alles klar. Dann sehen wir uns jetzt mit dem Intro wieder, der Fraktion. Und ja, viel Spaß mit dem Intro. Des Nordens sind den Göttern am nächsten. Ihre Länder grenzen an den Schatten des Chaos. Sie leben in einem eisigen Land voller Monster, in dem keine Frucht wächst. Ich bin gekommen, um ihr rohes Talent zu fördern. Warum solch Wildheit an sich selbst verschwenden, wo doch die Länder im Süden zum Plündern bereit liegen? Oh.
König Trock stellte eine Armee auf, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat. Der Trollkönig ist nach Winterfeuer im Norden gereist, um Krieger zu suchen, egal ob Troll, Mensch oder Monster. Solange sie Schrecken verbreiten wollen, sich an Gemetzel erfreuen und im Namen der dunklen Götter kämpfen werden. In seiner Abwesenheit haben die Südländer jedoch seine Lager im Land der Trolle entdeckt. Nun ruft er seine Streitkräfte zusammen, um es zurückzuerobern. Sobald er die Kontrolle über sein eisiges Heim zurück hat, soll die Welt seinen Zorn kennenlernen, wenn der König der Trolle mit seiner gewaltigen Armee alles in seinem Weg niedermacht. Seid gegrüßt, Trog, König der Trolle. Ihr entfernt euch weit von eurer gewohnten Höhle. Diese Länder sind reich an Fleisch und Krieg. Labt euch daran. Gewinnt an Stärke und Anzahl und tragt den Ruin weiter. Im Osten liegen die eisigen Berge mit den Zwergen von Krakadrak. Sie graben nach großen Schätzen für sich selbst. Doch ihr könnt euch diese für euch selbst oder die Götter schnappen. Im Süden liegt Kislev. Die Männer des Bären wagen es, über euer Reich zu herrschen. Zeigt ihnen die Macht der monströsen Horde. Zerstört Ehrengrad und besteigt euren rechtmäßigen Thron im Land der Trolle. Jenseits von Kislev wartet das Imperium. In sich zankenden Staaten stapeln sich die Schätze. Erobert diese weichen südlichen Länder und errichtet dort Häfen, von denen ihr weitere Überfälle starten könnt. Jenseits der Krallensee wartet ein Möchtegern-Herausforderer an Bord seines geliebten Schiffs. Verschlingt ihn und verfahrt mit seinen plündernden Kriegern, wie ihr wollt. Trog, ihr seid der Winterzahn, gerissen und allmächtig. Entfesselt eure monströse Horde auf die Menschenreiche und überzieht sie mit Schmerz und Schrecken. Alles klar. Das und trostlose Ödland Norskars schließt euch in seine frostigen Arme, mein Herr. Doch vermag es euren Appetit auf Krieg nicht ewig zu stillen. Ups, ich wollte runterscrollen. Nicht ewig zu stillen. Ihr müsst diese Lande verlassen, um zu plündern und zu rauben. Eure Götter werden dafür mit Wohlwollen auf euch blicken. Plündert in ihrem Namen und stellt euch einem an die Seite, um Geschenke der Verderbnis zu erhalten. Erreicht Verbundenheit der Stufe 1 mit einem beliebigen Gott. So, das ist nämlich das hier oben, die Verbundenheit. Hier sieht man die vier Chaosgötter, die nicht ihren richtigen Namen haben, weil die werden hier nur als Schlange, Krähe, Adler und Hund betitelt. Und man sieht, am Ende gibt es richtig nice Sachen. Hier zum Beispiel die Eisige Legion, eine einzigartige und äußerst starke, Todbringer-Batterie wird verfügbar. Wahrscheinlich eine Belagerungswaffe, ne? Und dann kriegt man auch 100 Erfahrung pro Runde und sonst was. So, dann unten zum Beispiel beim Champion. Beim Adler. Azrik, Hüter des Irrgartens und mächtiger Herrscher des Wandels, wird zum Kampf für eure Fraktion verfügbar. Wahrscheinlich ein Held oder irgendwas. Ja, ein Magier. Gibt es dann am Ende, wenn wir hier bei Champion des Adlers zum Beispiel Stufe 3 erreicht haben. Champion der Krähe, dasselbe, ne? Verheerende Seuche verbreitet sich auf der Welt. Was das heißt, keine Ahnung. Wundheilzeit minus 4, das ist jetzt scholl. Das heißt, wenn mein Held stirbt, zum Beispiel Trock kann ja nicht sterben. Also der epische Held oder sozusagen diese epischen Helden, die wirklich geschichtlich was hermachen, die können nicht sterben. Die verschwinden nur und kommen dann wieder und da ist halt die Wundheilzeit nicht so lange. Alles klar. Und auch wenn man ein Attentat zum Beispiel, ein Opfer von einem Attentat wird, ja, dann Helden können ja einem Attentat erliegen und wenn das erfolgreich ist, dann verschwinden die Helden nicht für immer, aber für halt ein paar Runden und das wird dann auch verringert. So, oder hier, Champion der Schlange, Kia, der Peiniger, ist ein spezialisierter Hexer des Chaos und wird zum Kampf für eure Fraktion rekrutiert. Und da halt für alle Einheiten minus 10, das ist halt für eine riesige Streitmacht und ich kann 5 Leute mehr rekrutieren, egal wo, ja, in allen Provinzen, das passt auf jeden Fall. Kommt immer was dazu, am Anfang hier zum Beispiel Unterhalt, ja, und das ist auch nochmal alles erklärt, ja, der Blagkrieg, Schutzgötter, Götter, und zerstört die Welt in seinem Namen, und nachdem, ja, also das muss man sozusagen entscheiden, wenn man eine Siedlung abreißt, dann kann man Monolithen oder halt jeweils das einem der Götter einen Schrein widmen sozusagen,
Und dann steigt der Ruf halt. Also hier steht ja 0 von 30, 0 von 100. Da muss man halt ein bisschen was erreichen. So, und dann haben wir die Besonderheit noch, wir generieren so gut wie kein Einkommen. Ja, noskanische Siegnoren generieren nur geringes Einkommen. Überfaller auf ihre Rivalen sind daher die Hauptquelle. Um eine große Streitkraft zu unterhalten, müsst ihr ihre barbarischen Lebensweise annehmen. Arcanum, monströse Arcanum ist einfach das zum Forschen. Ja, da kann ich forschen. Verbündet die Noska-Stämme, indem ihr ihre Anführer im Kampf schlagt. Dies verbessert eure diplomatischen Stand mit ihnen. Außenposten der Barbaren lassen sich außerhalb von Noska in eroberten Küstensiedlungen errichten. Sie bieten einfache Rekrutierungsoptionen und Positionen, an denen ihr Armeen auffüllen könnt. Sichert eine Hauptstadt, um voll entwickelte noskanische Siedlungen zu bauen und die Forschung einzigartiger Technologien freizuschalten. Alles klar? Hauptstädte. So, wir starten mit einem kleinen Drecksviech. Ja, hier. Winterfeuer. Nicht gut. So, was wäre denn hier? Barbarenjäger, Barbarenberserker. Barbarenberserker hört sich schon nicht gut, hört sich schon gut an. Gegen Infanterie. So, da sieht man auch neue Einheiten, ne? Beziehungsweise haben wir die auch teilweise gesehen. Hier haben wir zum Beispiel Barbaren-Speerträger gegen große Feinde. Hier Wurfspeere gegen große Feinde. Annehmbare Nahkampfspezialist, das heißt also, sie sind im Fernkampf, aber können auch im Nahkampf gut zuschlagen. Und wir sehen, es gibt so gut wie keine Rüstung. Zweihandwaffen brauchen wir gegen die Zwerge. Da werden wir nur Barbaren-Zweihandwaffen haben, ne? Oder halt, je nachdem, vielleicht auch Champions mit Zweihandwaffen, weil die sind natürlich sehr dick gepanzert und die haben sogar Rüstung. Hier. Was mich aber mehr interessiert, sind eigentlich die, ne? Wisst ihr Bescheid? Das können wir eigentlich hier lassen. Das passt gut. Was brauchen die eigentlich für ein anderes Gebäude? Schmiedehaus und ruinöse Brennerei. Kann ich das bauen hier? Schmiedehaus und ruinöse Brennerei. Kann ich theoretisch machen. Finstere Schmiede. Und da sehen wir auch zum Beispiel einen Kriegsmammut. Ja, Kriegsschrein. Ein noskanischer Riese. Ein normales Kriegsmammut. Wildes Mammut. Dann haben wir hier zum Beispiel Frostwürm. Fimirkrieger. Was ist denn das? Fimirkrieger? Die kenne ich überhaupt nicht. Monströse Infanterie. Wahrscheinlich irgendwie so Trolle. Oder solche Echsenmenschen? Keine Ahnung. Wilder Manticore. Auch sehr nice Einheiten. Noskanische Trolle und Eistrolle. Ich verstehe nicht, wieso sollte man Eistrolle nehmen, wenn man... wieso sollte man normale Trolle nehmen, wenn man Eistrolle hat? Also finde ich die Eistrolle ja 10-mal besser. Keine Ahnung. Und da haben wir natürlich auch ein paar Streitwagen, ne? Auf jeden Fall genug Zeug. Hier Hautwölfe gepanzert. Das sind halt Werwölfe sozusagen. Halt, Hautwölfe, Werbestie ist ein Ding, ja. Passt. Fangen wir einfach mal an. Ich würde sagen, wir rekrutieren erstmal ein paar Boys. Was nehmen wir denn? Besonders Speerträger nehmen. Nehmen wir ein paar Wurfspeerfuzzis. Ne? Sind ja annehmbare Fernkämpfer. Und dann holen wir uns erstmal hier die Konklave der Esslinger. Esslinger. Komischer Name. I see death. I see death. Sollen wir gleich Stufe 2 ausbauen? Wieso nicht? Ne? Passt. Forschung, das ist das Buch. Da gucken wir mal Monsterjagden frei. Rekrutierungskosten, Führerschaft. Führerschaft ist, glaube ich, ganz gut. Vor allem bei schwachen Einheiten ist Führerschaft gut, die halt wenig Führerschaft haben. Ja? Da ist dann dieser Boost von 10 ist natürlich 20% mehr Führerschaft für die, wenn ihr mal guckt. Die haben 60 und 10, ne? Wäre gut bei denen jetzt nicht 20, aber bei denen zum Beispiel, die haben ja eine Führerschaft von 50. Lohnt sich auf jeden Fall. So, dann nächste Runde rekrutieren wir erstmal und dann gehen wir Konklave der Esslinger angreifen und holen uns das Ding. Da kommt schon einer. Wir machen... Oh, fuck. Krieg erklärt. Kislev hat den Wagan und Gromstamm hat den Rotaugen. Okay. Gibt es so weit weg? Wo sind denn die Orks, die Rotaugen? Die sind noch am Arsch der Welt. Wieso greift ihr da an? Ich habe keine Ahnung. Was ich aber weiß, ist, dass wir auf jeden Fall... Legendäre Söldnerregimenter. Da haben wir auch die legendären Söldnerregimenter. Ne? Wann man die freischaltet, keine Ahnung. Da zum Beispiel ab Stufe 3 können wir eisgeborene Barbaren rekrutieren. Das sind halt stärkere Barbaren. So, dann holen wir uns noch ein paar Barbaren.
machen dann weiter. Wir haben ja noch ein bisschen Gold. Und dann können wir nächstes Mal auch vielleicht ein paar Berserker holen. Und dann holen wir uns die erste Siedlung. Die Esslinger werden... Oder die Nagelfahrlinger. Was sind denn das für Namen? So, jetzt kommen meine guten alten Barbarenjäger. Nicht Barbarenjäger, was glaube ich da? Das sind Axtwerfer, rüstungsdurchdringende Geschosse. Ach so. Nee, aber wir wollen hier, die da. Ich glaube, gegen Norska brauchen wir nicht wirklich rüstungsdurchdringenden Schaden. So, das wird meine Armee dann sein. Dann gehen wir auf Konklave der Enzlinger und machen richtig Rabatz. Ne? Wir holen uns erstmal die Leute, gegen die wir Krieg haben, bevor wir jetzt neuen Krieg anfangen. Sehr schön. Die Forschung ist auch abgeschlossen. Dann, Bewegungsreichweite auf der Kampagne, auf jeden Fall. Bewegungsreichweite, ich sag ja immer, Bewegungsreichweite lohnt sich auf jeden Fall. Wie viel brauche ich zum Plündern? Steht nicht da, dann kann ich wahrscheinlich immer plündern. Dann gehe ich mal nach vorne und plündere. Oder brauche ich 50? Anscheinend habe ich mehr gebraucht. Nee, ich kann plündern. 72 Gold, da will ich gar nicht plündern. Wir bewegen uns mal schnell, einfach scheiß aufs Plündern. Und wir holen uns jetzt die Esslinger. Ist das der Chef von denen? Und dann werden wir unser Imperium aufbauen. Anscheinend sind Häfen wichtig für die. So, die Typen rekrutieren ja auch. Aber gegen mich habt ihr keine Chance. Ziemlich ausgeglichen. Oh lol, die haben einen Frostwurm. Alter, ist das deren Anführer? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht. Schauen wir mal, wie wir gegen den Frostwurm... Aber ich habe ja die Wurfspeere. Die sind ja gut gegen große Feinde. Vielleicht können sie den Frostwurm richtig eins reindrücken. Wir führen auf jeden Fall das Gefecht und werden sie einfach überrennen. So, da sind wir dann auch fertig mit der Aufstellung. Ich habe so ein paar Trolle zwischendurch drin reingemacht. Meinen Führer natürlich, den Throck einfach. Und dann werden wir einfach mal das Gefecht starten. Ich weiß gar nicht, hatten die eine Vorhautsaufstellung? Ich habe keine Ahnung. Und dann werden wir einfach mal reingehen. Die Wölfe habe ich an den Seiten gelassen. Denn die sollen natürlich von hinten am besten ungepanzerte Leute angreifen. Deswegen würde ich sagen, schickt mir die schon mal in die Wälder, dass sie versteckt sind. Und wenn er sich denkt, oh, da passiert ja nicht viel, dann gibt's aufs Maul. Da können wir auch mal Trock angucken. Da ist unser guter alter Trollführer. Das hört sich komisch an. Lol, der hat Schwert an sich stecken. Sehr nice. Und einen geilen Hammer. Der hat einen Chaoshammer. Guck mal, da ist das Chaoszeichen. Dieses Rad mit diesen Pfeilen ist das Zeichen des Chaos. Neben seinen kleinen Brüdern... Und neben den anderen kleinen Brüdern, die so ein bisschen eine Stinkewolke um sich haben. Ich habe noch nicht den Unterschied von denen. Also ich weiß jetzt nicht, was genau der Unterschied von denen ist. An den Werten. Kann man irgendwo eine genauere Sache einblenden? So könnte ich theoretisch. Kann man das auch immer einblenden? Man weiß es nicht. Ich weiß es gerade nicht. Da sieht man auf jeden Fall besser. Guck mal hier, rotes Zeichen heißt, oh, die sind sehr gefährlich. Muss man aufpassen. Die stehen auch nur. Ja? Die kommen gar nicht auf mich zu. Die sagen, hey, du greifst an. Dann komm doch her und greif uns an. Und diesen Gefallen tue ich ihnen gerne. Und sobald der Kampf losgeht, schicke ich meine... was sind das zum Beispiel? Meine Wölfe auf die Barbaren und die Barbaren mit den Zweihandwaffen. So, jetzt fangen sie an zu laufen. Und wir fangen auch an zu laufen. Rennt mal los jetzt! Was ist denn los? Wir müssen auch darauf aufpassen, dass die Trolle nicht zu schnell laufen. So, die Wölfe mal schneller dahin schicken. Ihr werdet den Frostwurm angreifen. Bitte. Southerner!
So, und sobald die im Kampf sind, schicken wir meine Hunde von hinten los. So, und natürlich von der anderen Seite auch. Was sind das für welche? Barbarenjäger. Die könnt ihr mal angreifen. So, wie läuft's denn? Hallo, greift doch mal an. Oh, kotz mal auf die. Der Frostwurm ist Geschichte. Sehr schön. Meine Trolle müssen auf jeden Fall rein. Hier in die Seite. Und ihr werft mal eure Speere darauf, beziehungsweise ihr darauf. So, meine Wölfe kommen und reißen sich die Leute hier auch. Guck mal, es läuft ganz gut. Meine Wölfe beißen die hier zu Tode. Sehr schön. Sie sehen echt aus wie die Wölfe aus Game of Thrones, so ein bisschen, ne? So riesige Wölfe. Die normalen Wölfe natürlich nur. So, wieder raus und auf die nächste Einheit. So, dann auf die. Trock, komm mal her und duellier mal den Anführer von denen. So, und meine Trolle gehen hier rein. Meine Wölfe kommen jetzt von hinten und tun ficken diese Barbarenjäger. Und Trock stellt sich dem Helden. Ja, Alter, wie er da reingesprungen ist. Sehr nice. So. Trockkönig, nicht du, nur Trockkönig. So, magischen Schaden und Feuerschaden, große Explosion, stark gegen einzelne Angreifer. Oh lol, habt ihr das gesehen, der Typ ist fast tot. Da läuft er, da, guck mal, der blutüberströmte Fuzzi, greif den mal an, Trock. Der Kick war ja geil, der war ja zu gut. Hat er ihn so weggekickt, bam, verpiss dich. Alles klar, easy. We fight for Norska! Sehr schön. Das war zu gut. Zu gut. Lief sehr gut dafür, dass es ausgeglichen war. Knapper Sieg ist eine Lüge. Wir haben die total vernichtet. Sehr schön. Die Berserker lohnen sich auf jeden Fall. Guckt euch das mal an. 103 Tote. Gegen ungepanzerte Einheiten. Super toll. Also gegen ungepanzerte. Ihr schlagt ihrem Stamm den Kopf ab. Und ebnet den Weg für eine einfache und stärkere Konföderation zwischen euch beiden. Erlangt die Kontrolle über Norska-Stämme durch die Sprache der Schlacht. Ja, wir haben jetzt den Anführer besiegt. Verfahrt mit dieser Siedlung nach euren Wünschen. Und wie ihr seht, kann ich hier solche Schreine setzen. Von dem aus ihr rekrutiert und baut. Oder legt sie im Namen der Götter in Schutt und Asche, um euch ihre Gunst und Geschenke zu sichern. Am Anfang lohnt sich das aber nicht, deswegen besetzen wir das einfach. Ja, wir brauchen ja die Gebiete. That was my idea! Nicht ich habe das gemacht, das war Trocks Idee, habt ihr auch gehört. Ja? Also Trock weiß schon Bescheid, was er da machen soll. So, marschieren, wie immer. Als erstes marschieren, damit wir weiterlaufen können. 10%, das passt auf jeden Fall. Und dann bauen wir auch gleich das Ding hier aus. Generiert 20 Einkommen. Oh, von 10 auf 20. Wir sind reich. So, das Ding können wir abreißen, weil wir haben das ja hier. Das geht ja nur bis Stufe 3. Und die brauchen nur eine ruinöse Brennerei. Ich würde da gerne andere Gebäude bauen in der Konklave. Was kann ich denn hier bauen? Schlachtopfer. Okay. Trophäen, Schädel übersäte, Böschung. Das ist die Verteidigung. Lager des Sklavenräubers. Das ist nicht schlecht. Und hier Tempel der blablabla, Chaos, Korruption, öffentliche Ordnung, Heldenkapazität, sehr schön. Da können wir nämlich Schamanen beschwören, solche Wolfsschamanen. Gibt es auch so einen Bestienschaman? Metall, Feuer und was ist der andere? Chaos oder was? Ich komme nicht dann tot, okay, doch, wäre so chaosmäßig. Natürlich müssen wir unbedingt dafür sorgen, dass wir eine Höhle der Eistrolle bekommen. Hallo? Was soll denn das sonst sein? Wie ist das eigentlich? Ich habe das jetzt echt nicht mehr... Diese Einheit erfolgt folgendes Sekundärgebäude, ruinöse Brennerei. Das heißt, das wäre hier... Wer braucht denn hier so eine finstere Schmiede? Solche Elefanten. Ist die Frage, sollen wir jetzt so eine Bier, so eine norskanische Kriegshunde? Alter, die Eiswölfe sind ja sogar besser.
Hautwölfe. Das sind diese Werwölfe. Was wir hier bauen wollen. Weil das wollen wir ja nicht haben. Theoretisch könnte ich auch so ein Altar der Verderbnis machen und dann mir gleich mal so einen Magier anheuern. Weißt du was? Ich glaube, das mache ich. Ich hole mir so einen Magier. Also weg damit. Ich kann ja zwei Gebäude dann bauen. So, dann gehen wir mal Diplomatie machen. Wir haben ja ihren Führer jetzt getötet. Friedensabkommen und Konföderation beitreten. Sehr schön. Damit haben wir Berg von Hell. Winterzahn hat konföderiert. Wir haben den Altar der Brut. Wir haben unser Zeug zurückerobert. Sehr gut. Wir generieren auch mehr Gold durch den Hafen. Ja, halt nicht wirklich viel. Trollheimgebirge. Das hört sich an, als wäre das mein Platz. Ne? Zerstört die folgenden Fraktionen. Ich weiß nicht, ob ich das als Siegbedingung nehmen werde. Aber auf jeden Fall werden wir Altdorf einnehmen, also die Hauptstadt des Imperiums. Und Norska werden wir sowieso vereinen. Also ich werde ja hier erstmal alles vereinen und dann gegen die anderen ziehen. Falls ihr wisst, was ich meine. Ja, die Karte ist ja groß. Aber, ja, ich sehe schon wieder, wir sind am Ende der Folge angekommen, ja. Der starke Trollkönig und sein Gefolge. Wir werden den Norden einen und dann alles vernichten. Und das ist alles Trocks Idee, so wie es gerne sagt. Ne? Der schlauste Troll, was nicht viel heißt, aber er ist der schlauste. Er kann sagen, er ist der schlauste. Ich meine, kannst du von dir behaupten, du bist der schlauste Mensch? Ich glaube nicht. Ja, also ist das schon auf jeden Fall eine gute Sache für Trog. Schaut euch den süßen Trog an. So, wie immer, falls euch die Folge gefallen hat und falls ihr mehr von Norska, dem Norska-Stamm sehen wollt, ja, und von Trog, dem Trollkönig, ja, dann lasst mir noch ein wenig Liebe da in Form von Kommentaren, Bewertungen und Abos und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Euer Schulzmann.